Hallo und herzlich willkommen zurück zu Demetrios. Letztes Mal haben wir ein paar Münzen gewonnen. Wir haben 74. Nicht anfassen, ja. Reden Sie erst mit mir, ja. Ich habe mir gedacht, ich spiele einfach mal aus Spaß den Greifern. Das ist es. Man muss eine Münze in den Schlitz werfen. Ich bin so clever. Ja, wir probieren es einfach mal aus. Ups. Das war schlecht. Wir probieren es einfach mal. Das ist jetzt fies, ne? Das wisst ihr selbst. Wir wollen die Pico WD. Die da nicht gegriffen worden ist. Das war der Perfect Grip. Wie man sieht, ich bin scheiße da drin. Aber die Uhr haben wir. Wir kriegen eine Jahrmarkt-Quarz-Uhr. Naja, auf jeden Fall, man sieht, es ist halbwegs easy, das zu machen. Man kann hier die Preise gewinnen. Die Trophäen, wir kriegen noch eine Trophäe. Wurmrennen. Achso, ja, für die, nein, wir wollen nicht den Ball schlagen. Für das, Plattenschießen könnten wir noch eine... kann ich spielen? Nur zugestören Sie mich einfach nur nicht. Für das Tellerschießen, genau. Tellerschießen, ich will gerne Tellerschießen. In dem Fall nehmen Sie den Teller und halten Sie den Mund. Können wir noch eine... eine Trophäe. Was haben wir aus dem, Tierschießen gelernt? Man wirft einfach. Sehr viel. Und failt dabei sehr hart. Das war schlecht. 150 von 178. Aber nicht ganz so scheiße. Oh ja, ich bin super in diesem Spiel. Na klar, niemand ist da, um mich in Aktion zu sehen. Das hätte ich fast vergessen. Sie sind dämlich oder so. Ich musste sie das zahlen lassen. Hm? Wir haben 22 Teller verschwendet und sie überall hingeworfen. Nur nicht auf die Ziele. Ist mir nicht aufgefallen. Warum kümmert das mich überhaupt? Ich bin hier nur angestellt. Richtig, danke. Komm schon. Wir müssen diesen Bau bekommen. Ich nehme, ja, kennen das ja, nehmen Sie den, nehmen Sie die Teller, werfen Sie drauf, schmeißen Sie alles kaputt. Das war doch eigentlich nicht schlecht. 170 von 174, perfekt. Ich glaube, eins habe ich nicht bekommen. Unglaublich, ich hätte nie gedacht, dass jemand wie Sie ein perfektes Ergebnis erzielen kann. Naja, danke. Was soll das heißen, jemand wie Sie? Wie auch immer, mein Boss zwingt mich, das hier jemandem zu sagen, der den maximalen Punktstand schafft. Gratulation. Und ich habe... habe ich etwas gewonnen? Na, entschuldigen Sie, habe ich einen Preis gewonnen? Ja, hier, bitteschön. Dankeschön, unsere letzte Trophäe. Und 15 Münzen. Vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Ja, ja, super. Willkommen, ja, gib mir bitte die Polizeiverkleidung. Es wäre einsame Spitze. Die Polizeiverkleidung. Geben Sie mir 10 Münzen, bitte. Danke. Super, damit kann ich Hector reinlegen. Und Ihr Kind wird sich so darüber freuen. Mein Kind? Was meinen Sie damit? Das ist eine Verkleidung für 12- bis 16-Jährige. Oh, oh, ich bin schlank, aber sollte ich reinpassen? Also sollte ich reinpassen, hoffe ich. Oh, das fehlen alle Accessoires. Es sind nur die Klamotten. Wie schade. Welchen Preis möchten Sie? Gib mir den Lutscher. Hier, bitteschön. Free Sample, not for resale. Okay, achten Sie darauf, da sich die Zähne zu putzen. Danke. Einen schönen Tag noch. Ja, lass mich kurz gucken. Okay, der Lolli ist auch nur für gewonnen. Man kann das hier vollständigen und so weiter und so fort. Es gibt auch ein Achievement, um maximal viele Münzen zu bekommen, was am besten mit dem Pferderennen geht tatsächlich.
weil es echt nicht schwer ist. Aber ich glaube, für uns ist der Jahrmarkt tatsächlich erledigt worden. Was wir noch brauchen, ist... lasst mich gleich gucken, wenn wir kurz nicht hier hingehen, aber... Das reicht. Alles klar. Wir brauchen noch viel. So gut wie alles. Klingeln wir. Ich habe bei meinem Solo-Playthrough immer geklopft. Das mochte sie nicht. Was ist los? Den Rekorder. Könnte es zufällig sein? Hast du ein Gerät, um Stimmen aufzunehmen? Na klar, ich habe ein Tonbandgerät. Heutzutage hat jeder eins. In welchem Jahrzehnt lebt sie? In den 80ern? Perfekt. Würdest du es mir ausleihen? Wozu brauchst du es? Ich würde mich gerne aufs Karaoke vorbereiten. Oh, du singst? Selten, deswegen muss ich üben. Naja, ich könnte es dir ausleihen, aber ich habe total vergessen, wo ich es hingelegt habe. Ich suche danach, okay? Super. Das machst du auch besser. Ich muss los. Sag mal, Björn, bevor du gehst. Und da geht es wieder los. Ja? Ich habe ein Rezept in deinem Kochbuch gefunden, das echt lecker klingt. Leider fehlen mir ein paar Zutaten und ich habe mich gefragt, ob ich sie für dich besorgen kann. Richtig? Wenn es dir nichts ausmacht, ja. Überhaupt nicht. Doch tut es. Warum habe ich angenommen? Ah. Oh, das ist so nett von dir. Hier ist die Liste. Pilze, Eier, Honig und Rum. Das ist ein sehr gutes, leckeres Rezept. Suppe zu machen war nie einfacher. Sogar Anfänger bringen ihre Gedanken dazu, mehr zu bauen. Vorbereitung. Wasser und Kartoffeln kochen. Kartoffeln schälen, schneiden und sie zugeben. Pilze halbieren und sie zugeben. Eine Karotte klein schneiden und zugeben. Beten. Finger reinstecken. Probieren. Tipp. Zögern Sie nicht, eine Kotztüte bereitzuhalten. Nur für den Fall. Butter, Mehl und Kartoffeln hat sie wohl. Was zum... Du hast die Buchseite rausgerissen? Du hast es mir doch geschenkt, oder? Ja, was für eine Bäuerin. Ich habe die Zutaten, die ich habe, schon abgehakt. Mir fehlen die Eier, der Rum, Pilze und etwas Honig. Das sollte dir nicht allzu schwer fallen, oder? Ein Kinderspiel, hoffe ich. Wenn du mir die Zutaten bringst, lade ich dich heute Abend zum Essen ein. Alles klar. Alle Gegenstände für das Rezept werden in einer Kiste gesammelt. Du findest sie in der oberen Leiste. Okay, wir haben noch mehr Zeug. Pilze, Honig, Eier, Rum. Rum haben wir. Topsflasche Rum mit einem seltsamen Ammoniakgeruch. Darum easy peasy. Ja. Polizeirevier. Moin. Wieder ein Möppchen. Ich geh mal hoch, ne, Kollege? Schnürschuh. Alles gut. Herr Tone, ich hoffe, Sie stören mich nicht wieder grundlos. Natürlich nicht. Ich wollte nur sagen. Ach, das Telefon. Können Sie bitte kurz warten, wenn ich rangehe? Ja, in Ordnung. Verstanden? Ich komme sofort. Bitte entschuldigen Sie mich. Das ist wichtig. Kein Problem. Ich bin ein paar Minuten wieder da. Fassen Sie nichts an. Natürlich nicht. Fingerabdruck, sehr, das ist cool. Das ist leider keine Polizeiuniform, aber vielleicht lohnt es sich, die Taschen zu durchsuchen. Was zum I, was habe ich da angefasst? Meine Finger sind voll mit einem weißen und klebrigen Substanz. Muss ein geschmeidiger Schlutzer sein, aber aha. Ist eine Polizeimarke. Ich frage mich, ob ich sie wohl mitnehmen soll. Bitte. Ich hoffe, es merkt es nicht, dass wir sie unter unserem Pullover verschmecken. Aber auf jeden Fall wäre das schon mal sick. Stimmt mir wirklich sehr, dass sie warten mussten, aber keine Sorge, ist schon in Ordnung. Okay, also worüber haben wir geredet, bevor uns das Telefon unterbrochen hat? Um ehrlich zu sein, ich kann mich nicht erinnern. Also war es vermutlich nicht wichtig. Oh, wenn das so ist, werde ich sie nicht länger aufhalten. In Ordnung. Tschüss. Ja. Moment mal. Ja. Ich dachte, es ist nichts. Tschüss. Tschüss. Das war knapp. Wir bräuchten das Fingerabdruckset. Irgendwie. Irgendwo. Wir bräuchten noch mehr. Polizeiuniform haben wir. Und jetzt auch unsere Marke. Was sehe ich da oben noch? Ein Recorder brauchen wir, das Fingerabdruckset und eine Waffe. Ist die Frage, wo wir das alles herbekommen? Ich meine, ohne Chips. Ah, es sind keine Chips mehr übrig. Schade. Und da haben wir noch einen Keks. Jemand hat einen Keks am Hydranten zurückgelassen. Der arme Keks. Und Caroline steht hier. Hey, ich kenne dich. Du bist Caroline, Sandras Tochter. Ja, und? Ich habe mit deiner Mutter geredet. Ach ja? Sie hat ein paar schlimme Sachen über dich gesagt. Wirklich? Gut, dass du es mir sagst, ich werde ein Wörtchen mit dir reden müssen. Ich bin sicher, das tust du nur so, als wärst du erwachsen. Eigentlich bist du ein Feigling. Ich ein Feigling, ich werde es dir zeigen.
Ich liebe Horrorfilme. Ich weiß, wie man auf Bäume klettert. Ich habe keine Angst vor Spinnen. Und vor 2 Tagen habe ich sogar ein Bild von echten Dieben gemacht. Was? Wo war das? Vor meiner Haustür. Sie haben versucht, die Tür von meiner Wohnung zu knacken. Aber das ist meine. Oh, du bist also derjenige, der dieses seltsame Geräusch macht, die wir manchmal hören? Das ist hier nicht das Problem. Fahr bitte fort. Erzähl mir mehr. Ich habe Geräusche gehört, deswegen habe ich nachgesehen. Mama hat geschlafen. Mit meiner Spezialspionageausrüstung konnte ich mich reinschleichen und ein Bild machen, ohne dass sie es gemerkt haben. Ich sollte dir das nicht mal verraten. Mama würde mich ausschimpfen, wenn sie es wüsste. Das müssen meine Banditen gewesen sein. Zeig mir das Bild. Niemals. Gib mir das Foto. Nein. Doch, das wirst du. Nein, und ich sehe es nicht ein, warum ich das tun sollte. Du wirst es tun, weil ich dich darum bitte. Also gib es mir. Auf keinen Fall. Was, wenn ich dir etwas im Austausch dafür gebe? Was zum Beispiel? Mal sehen, wie wäre es mit einem leckeren Eis? Git. Okay, dann, wie wäre es mit einem Stoff hier? Ich weiß nicht. Vielleicht aber nicht irgendein alter, verrotteter Teddybär. Dann sehe ich mal, was ich finden kann. Okay. Sag mal wegen diesem Bild. Wo ist es? Auf meinem X-Phone? Nein, natürlich. Es ist das neueste Modell. Es macht Bilder mit einer Giga-Phantom XDHD-Auflösung. Okay, aber wie wirst du mir das Bild dann geben? Kannst du doch nicht mit deinem Handy ausdrucken, oder? Ernsthaft? Lebst du im letzten Jahrhundert, oder was? Ich kopiere es natürlich auf deinen Pico-WD-Card. Was ist deine Pico-Dings-Card? Du bist so zurückgeblieben. Das sind kleine Speicherkarten, die man in allen Smartphones stecken kann. Mein Handy hat keine. Was für eine Überraschung. Es hat gewiss noch eine Antenne, oder? Aber hey, es funktioniert einwandfrei und ich kann Leute damit anrufen. Das ist das Wichtigste. Was für ein Stofftier möchtest du? Keine Ahnung. Du bist derjenige, der das vorgeschlagen hat, Opa. Stimmt, aber ein bisschen Hilfe wäre nett. Wäre es das? Ja. Dann nicht. Es wird lustig zu sehen, wie du überall suchst. Du kleine Piep. Kein Ausdruck, sonst lösche ich das Bild. Siehst du? Nur einmal hier tippen und es ist weg. Okay, ich gehe überall hin. Lass das bitte nur. Wir haben keinen Stofftier. Wo ist mein Stofftier? Ja, wir brauchen noch einen Stofftier. Alles klar. Rechts an, ich habe nichts für dich. Du bist so gemein. Sag mal, du hast mir doch gesagt, du weißt, wie man auf Bäume klettert, oder? Ja, aber für dich mache ich es nicht. Ach komm schon, es gibt ein paar Eier auf ein paar Bäumen, die ich gerne hätte. Du willst Bäume? Nein, die Eier. Okay, mache ich nicht. Ah, was kann ich tun, um deine Meinung zu ändern? Wie lautet dein Angebot? Nicht schon wieder. Hey, so funktioniert das Leben. Jeder Job verlangt nach einer Belohnung. Vielleicht bist du doch nicht so dumm. Aber du bist eine nervige Göre, so viel ist sicher. Was hättest du gern? Naja, ich habe meine Mama gebeten, mich zum Geburtstag einen Tennisball zu kaufen. Aber das hat sie nicht getan. Ich habe bloß ein X-Phone 9 bekommen. So enttäuschend. Wenn ich einen hätte, könnte ich die ganze Fenster der Nachbarn einwerfen. Das würde diese Idioten eine Lehre sein. Ich glaube, ich verstehe, warum sie dir keinen gekauft hat. Aber wen kümmert, solange ich die Eier bekomme? Ich gebe dir einen. Toll. Tschüss. Ja, ja. Okay. Hallo, möchten Sie ein Eis? Aber was machen Sie denn da? Nichts, nada. Verdammt, ich kann es nicht direkt vor seinen Augen machen. Cool, ich bin froh, dass Sie noch hier sind. Ich habe leckere Eiswürfel für Sie. Damit. Tschüss. Yep. Alles klar. Für unseren nächsten Auftakt brauchen wir dann also wohl einen Tennisball, ein Stofftier, eine Pico-WD-Karte wahrscheinlich. Das haben wir ja alles schon gesehen auf dem Jahrmarkt. Hier haben wir übrigens noch einen armen kleinen Keks. Ja, das werden wir dann wohl bei der nächsten Folge besorgen. Ich bedanke mich derweil recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!